Samstag, 16.09.2023, 7:45. Nachdem ich letztes Jahr in Kanada fremdgegangen bin mit der Lady Blue von Frank und ich dies Jahr schon mit der 96 auf Island war, dachte ich, ich muss meine Ad endlich mal wieder bewegen. Die steht nur noch in der Garage und das geht ja gar nicht. Und deswegen geht es heute nochmal Richtung Süden. Tagesetappenziel ist Garmisch. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ist so ein blöder Autobahntag, aber dann, wenn ich das geschafft haben sollte heute Abend, dann werden die Etappen auch kleiner. Und das Ziel ist eigentlich Korsika. Mal sehen, ob wir beide da hinfinden. Durchgekommen, schönes Wetter, es sind 25 Grad, unterwegs waren es sogar mal 27 Grad. Die Strecke ist eher langweilig, aber man schafft wenigstens was. Und ich bin hier inzwischen in Ingolstadt angekommen, hier im Ingolstadt Village. Das ist so ein Outlet hier bei Ingolstadt. Und was will ich hier? Ich trage gerne Georgsschuhe. Und dieses Georgs-Schuhmodell, das ich normalerweise trage, das gibt es nicht mehr. Und ich hatte mir dann eins bestellt, ein Nachfolgemodell, aber das sitzt nicht irgendwie so richtig. Bevor ich jetzt hier ganz viele Schuhe bestelle und immer wieder zurückschicke, halte ich hier einfach mal an und gucke mal, ob ich ein Ersatzmodell finde. Und das liegt wahrscheinlich am Alter. Viele meiner Freunde tragen diese Schuhe von Georgs und deswegen werden wir auch im Spaß schon die Georgs Brothers genannt. Liter super an der Autobahn 225 hier in Wolfratshausen für 1,89. 3 Kilometer Umweg, den habe ich gerne in Kauf genommen. Sonntag, 17.09.2023, 8.45 Uhr. Es ist hier relativ wenig los für den Sonntag. Das wird bestimmt noch anders nachher. Um 8 Uhr hat die Bahn eröffnet, hier an der Zugspitze. Und ich werde jetzt diese Bahn hier hinter mir um 8.45 Uhr nehmen und auch wieder runterfahren, denn ich bin natürlich ein bisschen faul. Ich bin hier auf der Zugspitze Deutschlands höchsten Berg mit 2964 Meter. Die Bahn wurde hier, glaube ich, 2017 neu in Betrieb genommen, um hier noch mehr Leute hochzukarren. Und das muss ich natürlich rechnen, diese Bahn. Also hoch und runter 68 Euro, das ist schon nicht wenig. Aber ja, wenn man schon mal hier ist und die Aussicht ist momentan noch ein bisschen bedeckt. Es sind 7 Grad, annähernd windstill. Vielleicht klart es ja noch ein bisschen auf, aber die Sicht ist trotzdem recht gut.
etwas Zeit, denn runter werde ich nicht mit der großen Seilbahn fahren, sondern mit der Zahnradbahn. Das ist halt mal auch was anderes, eine andere Strecke runter, und ich liebe ja die Abwechslung und habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Und hinter mir sieht man tatsächlich die Reste des Gletschers hier an der Zugspitze. Darunter soll noch Wasser sein, das heißt, wenn man drauf geht, dann muss man immer aufpassen oder sich dem bewusst sein, dass man einbrechen kann, wurde gesagt gerade. Einige laufen doch drauf. Ich werde am Rand natürlich auch mal gucken. Ja, ich muss ja auch immer allen Mist ausprobieren. Wetter ist übrigens inzwischen wieder super, wie man an meiner Kleidung erkennen kann. Es war ja nie schlecht, aber es ist noch sonniger geworden. Da oben kann man noch die letzten Folien erkennen, die den Gletscher eigentlich vom Schmelzen schützen sollten. Hat nicht geklappt. Wird wohl nicht mehr lange dauern, dann ist der letzte traurige Rest hier auch Geschichte. Also ich muss sagen, die Zahnradbahn hier ist im Gegensatz zu der Seilbahn völlig unspektakulär. Wenn man oben losfährt, fährt man erstmal 3,8 Kilometer durch einen Tunnel. Da ist es dann höchstens spektakulär dunkel. Ansonsten, man sieht auch nicht viel, man fährt durch die Bäume, einmal kurz einen Fernblick. Also kleiner Fehler heute, ich würde immer wieder die Seilbahn nehmen und nicht diese Zahnradbahn. Es ist jetzt Augenblick 16 Uhr und ich habe noch keinen Abstecher hier in die Höllentalklamm gemacht. Der Anstieg hoch hat schon mal eine gute halbe Stunde gedauert vom Parkplatz und Eintritt kostet momentan 6 Euro, aber ich denke, das ist es wert. Uhr auf dem Campingplatz gewesen, so wie ein guter Kumpel von mir, der Olli, das immer gerne hat, und heute auch eine Menge erlebt, auf der Zugspitze gewesen, Höllental, Klamm gewandert. Ich hatte erst noch überlegt, zum Walchensee zu fahren, aber das war selbst mir dann zu viel, und von daher bin ich jetzt ganz froh, geduscht, und jetzt werden endlich mal hier diese kleinen Dörfler gegessen von Ines, die sie mir schon mit nach Schweden gegeben hat. Und die ich mit schon nach Frankreich geschleppt habe letztes Jahr. Heute werden sie endlich mal gegessen und dazu natürlich ein schönes Garmisch Hell. Prost! Ah, schön kalt.